Vielleicht mal auch drauf geht. Er macht halt einfach 32 Schaden. Toll. Du aktivierst es einfach instant. Sehr interessant. Musst du dagegen hauen. Oh, toll. Kann ich ja nicht riechen. Ich mach das Rätsel, ihr bleibt mal da weg. Cool, was gibt's denn hier noch? Okay. Hier unten gibt's noch ein paar Gegner. Hol ich mir doch mal eins. Auf dich zu porten. Stirb. Und was da das Secret? Rück nach oben. Ah. Ja. Direkt da drüber. You win some. Anscheinend haben wir nicht sehr viel gewonnen, hä? Nee, some. Gehen wir jetzt nochmal nach oben zu dem Feuerding, zum Shop? Ja. Hab ich überhaupt noch Geld dafür? Naja. Ich glaube nicht. Also ich ja, deshalb. Ich glaube, es kostet über 2000 für mich. Aber wir können ja jetzt hier erstmal den Schlüssel einsammeln. Achso, da kommt man jetzt rüber, ja? Ja, und da oben gibt es den Combo-Shop, aber ich glaube. Nee, also man kommt da nicht rüber, man muss jetzt anders lang gehen. Und den goldenen Schlüssel haben wir auch. Das heißt, machen wir jetzt hier rein. Ja, super. Jetzt, achso, jetzt gibt es einen direkten Weg dahin. Hier müssen wir nämlich runter, um da drüben wieder hochzukommen. Wir kommen so oder so wieder. Wir kommen so oder so wieder hoch. Wir können erstmal alle dahin gehen. Ich weiß ja jetzt nicht, wo André ist. Ein Stachelmonster gekillt, wenn's recht ist. Wer ist denn ja gerade zerbrochen in der Mitte? Ich glaube Flo. Ja, yeah, sorry, mein Stuhl. Dann komme ich auch mit. Vielleicht gibt's ja was für mich. Dein Stuhl ist zerbrochen. Bröselt vielleicht. Steht wieder in der Bild. Let's Player stirbt beim Aufnehmen. Hat gereicht für Bow-Damage gereicht. Oh, wow. Ich kann sogar Dagger-Damage upgraden. Ja. Lightning-Strike-Damage ist allerdings... Oh, Electrical Storm. Nice. Aua, aua, aua. Ich brenne! Stop, drop and roll! Das funktioniert nicht. Wo müssen wir jetzt raus? Links lang. Ja, Pala Navi folgt mir schon. Und dann hier direkt der Weg nach unten. Das ist nämlich der neue Weg. Also das Ding hier, ja? Genau. Lightning Storm! Mehr aus wie so ein Sonarstadt hier. Ja, das stimmt. Boom, boom, zum Flo. Hier. Danke. Naja, hier ist wohl ein bisschen übertrieben. Noch mal schnell mein Knife Damage erhöht. Ist noch irgendwas hier? Nö. Nee. Gute Geheimwege, so oder so nicht. Hier so ein Schalter umdrehen und dann klappt es schon. Bin sofort da. Sofort ist schon vorbei. Ich komme auch. Hui. Möb. So, und da gibt es schon mal einen bronzenen Schlüssel. Sofort einen bronzenen Schlüssel. Wow. Okay, wir sind kurz vom Boss. Hier gibt es wieder die eingesperrten Vendors. So, ich wollte ja... Ah, fuck. Ich habe nicht genug Mana dafür. Ich muss es ihm so machen. Hör auf, mich anzugreifen. So. Wir brauchen keine bronzenen Schlüssel verschwenden. Vielleicht können wir sie für Belohnungen rausgeben. Verzauberungen! Oh, die Pflanze kommt sogar bis hier drüben hin. Das ist natürlich. Ja, die hat halt den längsten. Ja, wahrscheinlich. Offensichtlich wird das hier ein katastrophaler Kampf. Aua! Wird mich da umgebracht. Ich bin halt schon wieder drauf gegangen. Wind hier? Bin als erster drüber gelaufen, trotzdem drauf gegangen. Man darf einfach nur einzeln drüber laufen, sonst ist es unangenehm. Aua. Was soll's? Hier gibt's Kohle. Kohle. Schubdabub der auch, ja. Block! Achso, ich wollte eigentlich mal meine Fähigkeit anwenden, aber dafür brauche ich ein paar mehr Gegner, damit sich das mal lohnt. Wo sind die Gegners?
Gegner ist rechts und dann wieder nach oben vielleicht? Ah, hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Ja, hier unten ist... Nimm Schaden! Hier sind noch zwei Wolken. Ich hab grad eine Wolke gemacht. Die mich snipen hier. Nur noch vier. Wow, was geht denn hier ab? Oh. Ist noch eine Wolke und ich brauche viel zu viel Mana dafür. Ich werde gleich wieder drauf gehen. Ich hab einen Bronze. Ja, immerhin konnte ich sie einmal angreifen. Ah, fuck. Hui, blub, 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 blub. Bronzen Schlüssel können wir für Belohnungen ausgeben. Später. Wahrscheinlich. Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Verzauberungen? Verzauberungen. Meines Wissens nein. Oh, aber dann könnten wir die einfach einsetzen, um alles zu skippen. Laserschelle! Mit Skills? Boah, es ist coole Fähigkeit. Wenn sie nicht so viel Mana kosten würde. Hey, 5 Health für uns. Von mir für euch. Kriegst du keinen Applaus? Oh, warum nicht? Schön. Wenn man meine Kombo aufrechterhalten kann, ne, dann läuft das aber auch. Ich kann nicht mehr nach oben gehen. Brauchst ja nicht. Geh nur noch nach unten. Nach links oder nach rechts. Ja, das funktioniert nicht, weil ich bin hier an der Wand und der geht nicht kontinuierlich nach unten. Dann stimmt was nicht. Ah, jetzt. Alle Knöpfe gleichzeitig drücken ein paar Mal, dann geht das. Klappt immer. Boah, so viel Geld! Wir sind reich! 5000? Oh, Bombe. Na, hier oben liegt so viel Gold rum, deswegen. Niaum. Ein bisschen. Hier gibt's eine goldene Tür, aber wir haben keinen goldenen Schlüssel. Ach, und wir haben die Pflanze da drüben. Die kriegen wir natürlich nicht. Aber ich denke, wenn wir weiter rechts gehen, dann... Ja, da ist noch viel, viel mehr. Nom, nom, nom. Ich hätt's auch gebraucht, naja. Ach ja, stimmt. Die Rauch, ah, hier sind ja noch zwei. Zack, zack. Nom, nom. Ich könnte auch mal Mana gebrauchen. Das dauert so lange, bis es endlich regeneriert ist. Ja, danke. Ja, würde ich sagen, hier ist bestimmt ein ganz großer Raum. Oder viele Räume. So. Es ist schön, wie André genauso wie ich irgendwo ist. Ja, wir wissen halt nicht, wo wir sind. Ah, ich bin erstmal draufgegangen. Oh, dass wir immer noch hier am Anfang spawnen. Ja, das ist furchtbar. Ich mache aber jetzt einen Safe Spot. Ich habe hier unten einen gefunden. Wir gehen egal, aber oben lang. Mir egal. Na, dann aktiviere ich jetzt den Checkpoint da oben. So. Dun, 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 dun. Ist ja auch witzig, wenn ich die Karte anhab, verliere ich Bildrate. Ist so kompliziert, die zu berechnen wahrscheinlich. Oh, das ist die beste Fähigkeit gegen diese Kackpflanze. Die Wolke ist so eine gute Fähigkeit. Und ich bin gleich wieder tot, ja. So viel Damage auf einmal. Oh, was ist denn hier? Nö, da geht's auch raus rum. Viel Spaß, Flo. Was gibt's denn da? Oh, da ist meine Fähigkeit wieder total praktisch. Juhu. Ich krieg ne Combo dafür. Oh, wo ist er denn da? Das war's mit meiner Fähigkeit. Scheiß drauf. Einfach drauf gehen. Volle Mana einkassieren. Und nochmal machen. Ich hab überlebt. Ich spüre meine Gewitterwolke. Ui, Silberschlüssel. Totally worth it. Bist du Nami oder was? Ja. Guck mal, das ist irgendwo ein Geheimnis. Ja, stimmt. Wahrscheinlich da drüber, ne? Ja, da drunter wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist ein bisschen sehr weit weg. Mana Pool. Oh. Mana Pool. Können wir mal machen. Das ist definitiv was. Armor wert. Dodge Overgrowth. Lifesteal Nova.
klingt ja eigentlich ganz gut. Guckt mir mal, hier hinten ist noch was Witziges. Lifesteal Damage. Oh, jetzt habe ich wieder kein Geld. Ich brauche mehr Geld. Gib mir Geld. Ich brauche mehr Verzauberung. Was okay, ist hier drüben eigentlich gar nichts mehr? Nee. Witziger hat sich sogar erledigt. Ich habe es geschafft. Nett. Immerhin etwas, was du kannst. So, jetzt können wir nach oben gehen. Da ist, glaube ich, noch nicht alles fertig. Nee, hier ist noch ein bisschen. Boah, ja, hier ist noch ein bisschen mehr. Achso, wir gehen in die falsche Richtung. Da oben geht's ja gar nicht lang. Ist noch oh, wollen wir erstmal nach unten da gehen? Guck mal. Ist ja, ich komm mit. Am Ende. Laserschelle! So, das war das. Oh, ist auch ein Labyrinth. Da, glaube ich, würde man aber so nicht durchkommen. Ah, jetzt haben wir einen Checkpoint aktiviert. Tut mir überhaupt nicht leid. Das ist ein Portal? Ja, das brauchen wir aber nicht, oder? Das führt einem doch, wenn André zumindest recht hat, immer nur zum Boss. Bei mir ist auch ein Portal. Ach, ich weiß, wo ihr seid. Und auf der anderen Seite? Ich bin knapp über euch. Oh. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich bei euch. Wir haben uns getroffen. Kritisch. Ah, Nummer 2. Treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Keine Reaktion, yay! It's so old, it's so old. Das stimmt. Der ist älter als alle Flo's Witze wurden schon mal erzählt. Der ist älter als Flo's Unterhose. Aha. Genau. Das ist schon schwer. So. Jetzt das Money. Wie kommt man denn hier rein? Hier gibt's auch ein Secret hier hinter. So, dann gucken wir mal. Ja, das ist. Das erinnert mich an den Feuertempel. Gut gemacht. Warum schafft man doch? Schafft man's? Na klar, locker. Ja, ich nicht. Ich hatte keine Health mehr. Hätte ich nicht machen sollen. Aber es war, glaube ich, ein relativ einfacher Weg. Es ist einfach hier lang. Und dann hier irgendwann einfach runter. Und dann kann man hier einfach schnell drüber laufen. Das bisschen hält man. Genau, das ist es. Genauso habe ich es gemacht. Ah, okay. Und dann führt das einen einfach wieder zu dem anderen Weg, wo wir vorhin waren. Genau. Ach, Mann. Oh. Das hat es jetzt wirklich gebracht. Aber irgendwo muss es noch einen Schalter geben. Hier gibt es noch einen. Drück. Oh, ja, ich sogar noch zwei mehr. Kann sein, dass ich welche Schalter übersehen habe, ja. Ja, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Ich habe nur gekillt. Secret has been revealed. Darauf warten wir zumindest. Aber die bronzenen Schlüssel werden doch zwischen den Ebenen nicht gelöscht, oder? Nö. Nee. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt einen guten Schlüsselvorrat. Hier oben sind noch ganz viele Monsterse. Monsterse? Ganz oben, oder? Na, bei mir hier, guck doch mal hin. Ich sehe dich nicht. Auf der Karte siehst du auch den Strich da nach oben. Ja, okay, der einzige Strich, der nach oben geht. Was jetzt stimmt, weil ich weit genug nach oben gelaufen bin. Ich komme, ich bin gleich da. Wow! Fuba! Fuck auf die Runde. Gewitterwolke! Blitzdings. Ah, ich hab ne Kombo bekommen. Oh Gott. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Mana, doch. Ein bisschen. Ach, guck mal, hier sind gleich zwei Knöpfe gewesen. Siehst du? Und da hinten ist ein Goldschlüssel. Der eine hat einen Ang weggeportet und der andere hat den Goldschlüssel rübergeportet.